Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Reihenvorstellung für euch und zwar soll es heute um die Götterleuchten-Reihe von Jennifer Armentrout gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Es ist jetzt Anfang November der vierte und letzte Teil der Götterleuchten-Reihe Funkeln der Ewigkeit erschienen und ich war erstmal total irgendwie auf den Dezember, ich weiß nicht mehr warum, ich war total drauf, dass dieses Buch Anfang Dezember erscheint und nicht schon im November und habe es dadurch auch in meinen Neuerscheinungen für November total verbasselt. Irgendwer kommentierte mir dann unter meinem Neuerscheinungsvideo, du Susi, du hast irgendwie den vierten Teil der Götterleuchten-Reihe vergessen. Ich so, what? Und dann habe ich erstmal gerafft, dass das jetzt schon im November kam und ich habe dieses Buch dann beim Verlag angefragt und es auch netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch wieder von euch bekommen habe und ja, das Buch kam dann hier an und ich habe es dann nicht verschlungen. Mir war bewusst, dass das der letzte Teil dieser Reihe ist. Die Götterleuchten-Reihe ist ja das Spin-off von der Dämonentochter. Also es ist im Prinzip das neunte Buch in diesem Universum, in dem das Ganze spielt. Und ich wusste, dass es der letzte Teil ist. Und ich habe mir gedacht, reiß dich zusammen. Du liest nicht jeden Tag mehr wie 100 Seiten. Das hat dann nicht ganz so geklappt, weil ich war nach 3 Tagen fertig. Also ich habe dann ein bisschen mehr wie 100 Seiten jeden Tag gelesen. Aber ich habe halt versucht, mir das so ein bisschen wenigstens einzuteilen und das nicht so einzuatmen und wegzusuchten, weil ich wollte diese Welt jetzt halt auch nicht so extrem schnell wieder verlassen und ich habe es dann halt geschafft, mir das Ganze auf 3 Tage aufzuteilen. Habe ich gut gemacht. Hatte ich immerhin 3 Tage was von der Geschichte und ja, ich kann nur sagen, dass der vierte Teil Funkeln der Ewigkeit ein wahnsinnig toller Abschluss dieser Reihe ist. Dieses Ende. Jennifer Armentrout hat es geschafft, mir mein Herz rauszureißen, wieder reinzustopfen, wieder rauszureißen, wieder reinzustopfen und dann wieder so ein bisschen rauszureißen und es zu behalten. Und so ging es mir am Ende mit diesem Buch. Und ein wahnsinnig tolles Ende für dieses Buch, ein wahnsinnig toller Abschluss für diese Reihe. Und ich liebe die Götterleuchten-Reihe, wie ihr wisst. Ich kann zum Inhalt vom vierten Teil hier absolut nichts sagen, weil ich euch sonst komplett spoilern würde. Deswegen würde ich es jetzt wieder so machen, dass ich euch jetzt grob meine Meinung zum vierten Teil sage, ohne den Inhalt. Dann machen wir nochmal einen nicht spoilerfreien Teil, wo ich nochmal auf alle 4 Teile direkt drauf eingehe und euch meine Meinung zu diesen 4 Büchern sage und da dann halt auch spoilere. Also das solltet ihr dann wirklich nur gucken, wenn ihr die Bücher kennt. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass ich euch sage, wie mir der vierte Teil gefallen hat. Von der Handlung her kann ich nur sagen, dass der vierte Teil so ein bisschen braucht, um in Schwung zu kommen. Ich muss sagen, am Anfang ist jetzt nicht so extrem viel passiert, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand, weil man muss jetzt erstmal so ein bisschen wieder in die Geschichte reinkommen und sich nochmal so erinnern, okay, was war jetzt eigentlich im dritten Teil alles genau passiert, wo war der Stand am Ende vom dritten Teil und deswegen fand ich es nicht schlimm, dass die Geschichte so ein bisschen langsam gestartet ist. Ansonsten fand ich den Verlauf der Geschichte an für sich ganz gut, aber ich muss sagen, dass ich dieses große Finale am Ende, dass ich mir da so ein bisschen mehr von versprochen habe. Ich fand diesen Final Fight, diesen großen finalen Kampf dann am Ende so ein bisschen lächerlich. Also Jennifer Armentrout hat es geschafft, da immer mehr Spannung aufzubauen und du wolltest dann einfach wissen, oh mein Gott, wie eskaliert das Ganze jetzt, was passiert dann am Ende und dann war das einfach so eine Lösung, so, aha, okay, diese Lösung hat mir mein Herz rausgerissen, aber dieser große finale Kampf war einfach so ein bisschen lächerlich für mich, also das war so einfach dann so easy. Und dann war das Thema erledigt. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass das so ein bisschen in der Richtung halt einfach noch so ein bisschen dramatischer gewesen wäre. Also wie gesagt, dieser finale Kampf war jetzt so ein bisschen enttäuschend. Ansonsten, was den Verlauf der Geschichte betraf, hat es mir gut gefallen. Was die Handlung betraf, hat es mir gut gefallen. Was mir in diesem Buch halt auch sehr aufgefallen ist, ich fand, es waren halt sehr viele so, jetzt nicht erotische Szenen, naja, doch schon erotische Szenen, kann man schon so sagen, zwischen Seth und Josie. Jennifer Armentrout schreibt ja generell ziemlich sexy, weswegen ihre Jugendbücher jetzt nicht unbedingt was für 12-Jährige sind, sondern vielleicht eher so erst ab 14. Und ich muss aber für mich sagen, dass es für mich halt schon so ein bisschen zu viel war im letzten Teil jetzt. Also bei jeder Gelegenheit wurde da, naja, ihr wisst schon, und das war selbst für mich so ein bisschen viel, obwohl ich ja damit absolut keine Probleme habe, wenn das in Büchern vorkommt, aber ich dachte mir dann einfach so, oh nee, Schonne wird da. Aber ansonsten kann ich mich nicht weiter beschweren, was den Verlauf und die Handlung betraf. Wie gesagt, das eine mit dem Kampf am Ende und diese zwischenmenschlichen Szenen zwischen Seth und Josie, das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ansonsten war das eine sehr, 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 sehr tolle Geschichte. Was die Charaktere betrifft, brauche ich nichts zu sagen. Ich liebe Seth, ich liebe Josie, ich liebe Alex, ich liebe Aiden, ich liebe Deacon, ich liebe Luke. Ich
finde einfach jeden Charakter toll in diesem Buch. Ich finde die Götter cool. Ich fand in der Dämonentochter-Reihe damals schon die Götter ganz, ganz cool. Ich finde, Jennifer Lovegood hat hier einfach eine ganz tolle Welt erschaffen, hat eine ganz, ganz tolle Seite der griechischen Mythologie auch nochmal aufgegriffen. Und ja, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder mit den Charakteren diese Geschichte zu erleben, mit den Charakteren wieder mitzufiebern und mitzuleiden. Und ich liebe die Charaktere einfach alle durchweg. Da gibt es keinen Charakter, den ich scheiße finde. Gut, vielleicht außer Ares. Den fand ich immer nicht ganz so toll, aber naja, mein Gott, ist halt Ares, der Gott des Krieges. Aber ansonsten liebe ich die Charaktere in dieser Reihe alle und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich die Charaktere liebe. Was das Setting betrifft, ist es wie in den vorigen Bänden auch. Die Geschichte spielt hier größtenteils am Covenant in Colorado. Und auch hier kann ich ja sagen, dass die Beschreibungen und Umschreibungen der Orte, der Szenen, alles wieder für mich super gepasst hat. Ich habe ja da bei Jennifer Armentrout nie Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Und ja, deswegen kann ich zum Setting auch nichts weiter sagen, außer dass es mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat und für mich alles da perfekt gepasst hat. Genau wie beim Schreibstil im Übrigen auch. Ich liebe den Schreibstil von Jennifer Armentrout, 100% mein Geschmack. Ich liebe ihre sarkastische, witzige Art, diese Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Und es ist einfach für mich immer on point, wie sie schreibt. Und ja, sie ist halt einfach meine Queen und das nicht ohne Grund. Und ja, mehr kann ich zum Schreibstil auch nicht sagen, außer dass er für mich perfekt umgesetzt war. Ich fand die Mischung wieder ganz, ganz toll. Und ja, ich liebe dieses Buch einfach. Da ich ja ansonsten zum Inhalt dieser Reihe nichts wirklich weiter sagen kann, würde ich sagen, ich erzähle nochmal ganz kurz, worum es im ersten Teil geht, bevor ich jetzt hier mit diesem Spoiler-Teil anfange, falls einer von euch diese Reihe tatsächlich noch nicht kennen sollte. Im ersten Teil der Götterleuchten-Reihe lernen wir Josie kennen. Josie studiert Psychologie an der Universität und wird eines Tages quasi im Flur von der Universität von einem Typen angequatscht. Und dieser Typ behauptet, dass sie eine Halbgöttin ist und er sie beschützen müsse vor dunklen Mächten und dass die Titanen auf sie abgesehen haben und sie jetzt den Göttern helfen muss, die Titanen zu bekämpfen. Und Josie denkt sich, dass der Typ doch nicht ganz knusper ist. Aber als eines Tages dann sehr, sehr merkwürdige Dinge passieren und Josie in größter Gefahr schwebt, muss sie merken, dass dieser Typ vielleicht doch nicht ganz so Unrecht hat, wie sie dachte. Und bei diesem Typen handelt es sich um niemand Geringeren außer Seth. Seth kennen wir ja schon aus der Dämonentochter-Reihe und Seth ist kein netter Mensch. Er ist so der Bad Boy, aber er ist ein richtiger Bad Boy. Er ist einfach ein riesengroßes Arschloch. Man kann das nicht anders sagen. Er ist unfreundlich, unhöflich und es ist einfach alles immer zu viel für ihn und er hat auch eigentlich gar keinen Bock auf Josie und er hat keinen Bock, sie zu beschützen, aber es ist ihm immer von den Göttern aufgetragen worden, weswegen er diesen Auftrag ausführen muss. Und ja, Josie merkt das auch natürlich ganz, ganz schnell, dass Seth da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Und Josie merkt aber auch, dass sie sich zu ihm unglaublich hingezogen fühlt. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, was passiert mit Josies Gefühlen und was passiert mit den Titanen? Wird Josie es schaffen, den Göttern zu helfen oder halt auch nicht? Und ja, das ist es, worum es im ersten Teil der Götterleuchtenreihe so im Groben geht. Die Geschichte entwickelt sich dann noch um einiges weiter. Da passieren dann noch ganz, ganz viel krasser Shit mehr. Aber das ist nochmal so zum groben Inhalt der Reihe. Ich würde jetzt dann auch mal zum nicht spoilerfreien Teil kommen. Das heißt, alle, die diese Reihe noch nicht kennen und die Bücher noch nicht gelesen haben, schaltet bitte ab. Es sei denn, ihr wollt gespoilert werden. Ich habe ja letztens einen Kommentar von einer Abonnentin bekommen, die gesagt hat, ich gucke mir die Spoiler mal gerne an, dann weiß ich wenigstens, wie es ausgeht und weiß ich, was auf mich zukommt. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ich wollte es nur an dieser Stelle einfach einmal als Warnung erwähnt haben. Und ja, fangen wir an mit dem nicht spoilerfreien Teil und ich bleibe gleich beim ersten Teil. Ich wollte mir einfach nur noch mal ganz kurz zum ersten Teil sagen, dass ich den auch mega gut fand, dass ich die Entwicklung in diesem Buch sehr, sehr gut fand, dass ich das cool fand, was da so zwischen Seth und Josie gewesen ist und als dann auch so die Schlachten kamen und das Ende da mit Hyperion und so, fand ich mega cool. Und ja, mehr kann ich zum ersten Teil eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass mir der damals mega gut gefallen hat, ich den übelst gefeiert habe. Und ich weiß noch, wie der Anfang vom ersten Teil ist. Ich weiß noch die allererste Szene. Und das war einfach so mega krass, wo ich das damals gelesen habe. Das werde ich nie vergessen. Dieser Spaghetti-Bolognese-Vergleich mit diesen Leichen. Und ich habe so gefeiert einfach. Und ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und ich fand den ersten Teil, den Auftakt dieser Reihe, unglaublich toll und unglaublich cool. Und ich muss auch sagen, dass ich am Ende dann so dachte, so mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Sie hat jetzt erstmal sich gegen Hyperion durchgesetzt, aber der war ja dann noch nicht tot am Ende vom ersten Teil. Es war dann, ihre Kräfte waren erweckt, aber sie kam ja damit auch noch nicht so richtig klar. Und dann ging es ja am zweiten Teil weiter. Und ich muss sagen, im zweiten Teil fand ich Seth einfach nur, ich dachte mir, was machst du, Sethy? Tu das doch nicht. Und ja, dieses Hin und Her zwischen Seth und Josie im zweiten Teil war natürlich gewollt, war für mich allerdings als Leser wieder so ein bisschen,
Oh, anstrengend, weil ich hasse ja sowas, weil ich hoffe ja dann immer, dass es gut ausgeht, aber man fiebert ja dann doch immer mit als Leser. Und ja, der zweite Teil im Leuchtenden Sturm, der hat mir auch sehr gut gefallen. Hier kam ja Herkules das erste Mal drin vor, wo die dann ja seine Hilfe brauchten, um die anderen Halbgötter zu finden. Und Herkules war wirklich für mich der witzigste Charakter wirklich in dieser ganzen Reihe. Der war einfach so strunzdumm und strunzhohl. Oh, ich habe so gelacht wegen dem Typen. Und das war so mega witzig und so lustig. Und im zweiten Teil war ja dann am Ende, war das dann am Ende vom zweiten Teil, wo Seth dann zum Gott schon wurde, oder war das dann erst im dritten? Nee, ich glaube, zum Gott ist er erst im dritten Teil geworden, ne? Das ist halt immer so, ne, wenn das alles so lange her ist, weiß man immer nicht genau, was in welchem Teil jetzt wie genau passiert ist. So, wartet mal, wie war denn das Ende vom zweiten Teil? Ich weiß noch, dass er am Ende dann abgehauen ist vom zweiten Teil, aber ich glaube, zum Gott ist er erst im dritten geworden, oder? Ja, ich glaube, das war im dritten Teil. Ich kann mich an bestimmte Dinge vom zweiten Teil noch sehr gut erinnern. Zum Beispiel an das Ende, wo der eine dann gestorben ist. Das fand ich so mega traurig, dieses Ende. Ich spoilere ja sowieso, also kann ich ja sagen, dass es um Solos geht. Oder Solos? 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 Wie hieß er denn? Solos. Ist ja auch egal, ihr wisst, wen ich meine, diese Einwächter. Das war so traurig, wo der dann gestorben ist und wo Seth dann quasi böse wurde und es war alles so dramatisch und ach, also der zweite Teil war wirklich gut. Also der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich fand Herkules mega witzig, aber ich fand halt auch die Dramatik am Ende vom zweiten Teil echt richtig gut. Und ja, der zweite Teil hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann im dritten war ja dann die fette Action los, wo Seth dann auf jeden Fall zum Gott geworden ist. Ich bin der Meinung, es war im dritten Teil. Auf jeden Fall war ja Seth im dritten Teil dann ein Gott und das hat ja diese ganze Geschichte nochmal so ein bisschen umgeworfen. Und ich fand es einfach so cool, dass es Seth getroffen hat und er zum Gott geworden ist. Und ich fand es auch so toll, wie Seth sich dann hier im dritten Teil verändert hat und wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und auch in Bezug auf Josie, wie das alles so gelaufen ist. Und dann hat er ja Hyperion hier gekillt im dritten Teil, was er eigentlich hätte tun sollen, weil ja jetzt dann daraufhin ziemlich viel Scheiße passiert ist. Und ja, ich fand auch den dritten Teil wirklich wieder richtig toll und richtig gut und ich fand die Wendungen in diesem dritten Teil auch richtig gut. Das weiß ich noch, was da alles so abgegangen ist. Ich fand es auch krass, was mit Josie am Ende vom dritten Teil passiert ist, wo sie ja von Hyperion entführt wurde und da wochenlang gefangen gehalten wurde und da gelitten hat. Und man hat damals so mit ihr mitgelitten, das weiß ich auch noch so. Und ich weiß noch, dass der dritte Teil auch ganz, ganz toll war. Ich glaube, von dieser Reihe war einfach jeder Teil richtig toll. Und ich habe den dritten auch total gefeiert, gerade wegen dieser Gottsache. Und dann war ich so froh, wo das dann zwischen Seth und Josie am Ende auch alles geklärt war. Und dieser fiese Cliffhanger am Ende von wegen, ich bin jetzt schwanger und du denkst dir so, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Sie ist schwanger, Alter. Sie ist schwanger. Ach du Scheiße. Und es ist kein Happy End, dass sie jetzt sagt, okay, ich bin jetzt schwanger, es ist alles vorbei. Nein, es kommt noch ein Teil und denkst du die ganze Zeit, oh mein Gott, wenn die dieses Kind verliert. Und ja, ich war so gespannt aufgrund auch dieser ganzen Schwangerschaftssache, was jetzt im vierten Teil daraus wird und was da jetzt im vierten Teil genau damit passiert. Ich muss ja sagen, der vierte Teil spielt ja jetzt auch nicht über so einen extrem langen Zeitraum, was ich echt gut finde, sondern nur über so ein paar Wochen. Und gerade zum Ende macht man da ja dann nochmal so ein paar Sprünge von ein paar Wochen. Das ist ja auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Aber ich finde es gut, dass im Groben und Ganzen das Buch nicht sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum gestreckt hat, sondern wirklich nur über so ein paar Wochen, dass man halt auch von dieser Schwangerschaft jetzt nicht allzu viel auch mitbekommt, sag ich mal. Ich finde, das hat Jennifer Armentrout echt ganz clever gelöst, weil sonst wäre ja auch vieles für Josie schwieriger gewesen, wenn sie dann hochschwanger gewesen wäre. Und ja, ich fand es aber sehr interessant zu sehen, wie Jennifer Armentrout das alles gelöst hat. Das fand ich ja am Ende vom dritten Teil, war ich ja sehr gespannt darauf, wie sie das dann jetzt lösen und umsetzen will. Und ich hatte es ja schon gesagt, also ich fand diesen Final Kampf am Ende mit den Riesen, ja gut, Seth hat sich dann selbst geopfert, dann haben sie die Riesen geholt und dann war das kein Problem mehr mit den Titanen. Habe ich so gedacht, so, aha, okay, gut. Warum machen die das dann nicht gleich so? Warum machen die dann so einen riesen Terz? Ich meine, klar, mit dem Selbstopfer und bla und blub und hast du nicht gesehen. Aber ich habe mir so gedacht, so, Alter, da kommen da so ein paar Riesen und dann machen die die Titanen platt. Was geht denn ab? Hallo? Das war so für mich so, das sind Titanen, hallo? Die lassen sich doch nicht einfach von so ein paar Riesen da fangen. Das war für mich so ein bisschen unglaubwürdig. Und auch, dass Zeus und Apollo dann auch quasi ausgereicht haben mit den drei Riesen da zusammen, die dann nackt aus der Erdspalte da gekrochen sind, um die Titanen wieder einzufangen, das fand ich irgendwie ein bisschen, naja, das war für mich ein bisschen lächerlich schon, wenn ich mal ehrlich bin. Ich habe da wirklich von diesem Kampf um einiges mehr erwartet, als es dann am Ende war. Und auch, dass die anderen dann so da rumsaßen und dabei zugeguckt haben, es war einerseits schon irgendwie lustig, aber andererseits dachte ich mir nur so, das ist jetzt der finale Kampf von dieser Reihe. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, und auch diese Sache mit Seth am Ende. Ich habe natürlich gebetet und gebangt und gehofft, dass er am Ende überlebt. Ich fand auch die Erklärung an für sich schon irgendwie schlüssig mit diesem absoluten Wesen. Und nur ein anderes absolutes Wesen kann ihn ja töten. Deswegen ist er am Ende ja wieder auferstanden. Das hat für mich auch alles schon Sinn ergeben. Aber ich dachte erstmal so, aha, was ist hier los? Und ja, ich habe einfach vom Ende her was ganz, ganz anderes erwartet in dieser Richtung, als wie es eigentlich war. Es war ein gutes Ende, gerade das Ende, also das richtige Ende, wo Apollo sich ja dann geopfert hat, um Josie zu retten und um das Baby zu retten. Das war ja so dramatisch. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass diese Prophezeiung, von der Apollo ja gesprochen hat, dass die in der Dämonentochter auch schon gewesen ist. Dass er diese Prophezeiung von sich mit dem Ende in der Dämonentochter, dass das da schon auch zur Sprache mal gekommen ist, was denn diese Prophezeiung auf sich hat. Da bin ich so 80% der Meinung gewesen. Ich war mir aber nicht mehr 100% sicher, aber wenn es tatsächlich so ist, finde ich es mega krass, dass Jennifer Armentrout dann ja quasi damals schon wusste, in was für eine Richtung sich das Ganze ja irgendwie entwickeln muss, um halt so eine Prophezeiung zu schreiben, oder? Sie hätte einfach die Prophezeiung so da geschrieben und dann gedacht, ja, mal gucken, was wir da draus machen. Das kann natürlich auch sein. Ist ja auch egal. Aber ich fand das Ende echt ultra dramatisch und dass Apollo am Ende gestorben ist, das war so, oh mein Gott. Der hat ja gerade auch in der Dämonentochter-Reihe, wo er ja noch Leon war, einen sehr, sehr großen Teil auch dieser Reihe eingenommen als Nebencharakter. Und das fand ich dann schon sehr, sehr traurig, dass so ein Charakter einen dann verlässt. Und ich fand es halt auch gut, dass sie im vierten Teil Apollo so ein bisschen auf Abstand gehalten hat. Auch Josie gegenüber, ich konnte es verstehen am Ende, warum sie das gemacht hat. Ich konnte es auch uns Lesern gegenüber verstehen, damit wir nicht in zu tiefe Trauer stürzen, sage ich mal. Aber es war halt schon traurig. Aber dadurch, dass halt im vierten Band Apollo sowieso nicht so präsent war, war das jetzt nicht für mich so mega dramatisch. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass ich Rotzblasen gebläckt habe, sondern ich war halt einfach traurig und ich fand das doof. Aber es war halt einfach so und ich habe das als Leser für mich besser akzeptiert. Und ich glaube, das war pure Absicht von Jennifer Armentrout. Ich glaube, die Frau hat das definitiv raus, sowas mit zu planen und mit Absicht so zu machen. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat die Götterleuchten-Reihe sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe ja auch die Dämonentochter. Ich bin ja ein riesiger Fan von der Dämonentochter-Reihe. Auch wenn viele das immer irgendwie mit Vampire Academy oder sowas vergleichen. Ich habe die nicht gelesen, deswegen weiß ich das nicht. Für mich ist die Dämonentochter-Reihe eine wahnsinnig tolle Reihe, genau wie die Götterleuchten-Reihe. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich liebe die Charaktere, die Geschichte, das Setting, das Ganze drum und dran. Und ich bin ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt wieder vorbei ist. Aber ich kann für mich halt auch sagen, ich habe noch eine weitere Reihe dieses Jahr beendet, was auf meinen Reihenbeendenzettel natürlich noch ein weiterer Haken ist. Aber ich hoffe einfach, dass Jennifer Armentrout uns vielleicht eines Tages doch nochmal mitnimmt in eine andere Geschichte, die in dieser Welt spielt, vielleicht 100 Jahre später oder so. Wer weiß, was aus dem Kind von den beiden wird. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Wie immer gilt eure Meinung gerne unten in die Kommentare, aber bleibt spoilerfrei. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.